Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Dungeon of the Endless. Meine drei tapferen Helden stehen hier bereit, diesen Dungeon zu erkunden. Und, ich habe die große Wahl, in welche Richtung ich gehe. Naja, normalerweise gehe ich immer zuerst nach unten. War genau die richtige Entscheidung. Zack. Ja, auf jeden Fall genau die richtige Entscheidung. Ah. Ui, okay. Geil. Da sollte ich die Lichter anmachen. Bis jetzt läuft das ganz gut hier. Oh, das ist keine Sackgasse, wie ich gehofft hätte. Nein, das scheint ein Kreis zu sein. Abort! Sicher! So, und jetzt wird's kritisch. Also wirklich, wirklich kritisch. Ja, ich lasse euch hier stehen und gehe einfach mal selber da hoch. Hi, we should be quiet. Okay, die kenne ich noch gar nicht, aber sorry. Vielleicht sollte ich nicht alleine da hochgehen. Ja, ich weiß nicht, ob das groß was bringt, hier was zu bauen. Ich brauche Verstärkung. Aber eine Sackgasse, immerhin. Was baue ich denn Schönes? Ah, noch ein Industry Generator, komm. Die sind nie verkehrt. Und noch eine Sackgasse. Gut. Invasion! Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich muss ja mindestens einen hier stehen lassen. Na, eigentlich nicht. Obwohl ich sagen muss, dass meine Prisoner Prots deutlich zu wenig Schaden machen. Dann lasse ich die beiden hier, also die beiden, die da noch stehen. Gehe mit den beiden runter und schicke es einfach hier lang. Yay! Ah, oh, Kacke, Mann! Was zum Teufel ist da gerade passiert? So viele Biester. Ich weiß echt nicht, wo ich jetzt lang gehen soll.
Vor allem nicht mit Outboard. Ich glaube, die beiden haben sich ein Level-Up verdient. Elise, wo bleibst du denn? Meine Güte. Schlaf doch nicht ein beim Laufen, Mädchen. Ha. Ich meine, wenn es zu gefährlich wird, ich weiß, wo der Ausgang ist, kann ich jederzeit einfach gehen. Ich glaube, die beiden haben die Situation unter Kontrolle. Die beiden hier wahrscheinlich auch. Ah, die hätte ich gar nicht mehr heilen brauchen. Das hat sich nicht gelohnt. So. Damit Abflug. Ja, Hoppy, mein Gott, bist du klug. Ja. Was sind das für riesige Biester? Sind das Orks? Mein Gott, sind das Orks? Ich brauche dringend mehr Nahrung, aber dann brauche ich mich auch hier nicht mehr hinstellen. Sondern kann hier hinlaufen. Ja, wow. Oh, fuck. Okay. Das sah irgendwie ein bisschen eklig aus. Oh, hallo. Das ist keine Waffe für mich. Nein. Für den gibt es hier auch nichts. Habe ich irgendwas zu verkaufen? Wow, wow, wow. Ja, habe ich. Nimm das. Ich denke mal, das Ding hier wird für ihn sein. Ja. Wie viel habe ich dafür gerade bezahlt? Okay. Viel, anscheinend. Neues Schwert wäre tatsächlich mal cool. Ups.
Okay. Auf jeden Fall ist hier noch eine Sackgasse. Das ist schon mal nicht schlecht. Mach ich noch eine Tür auf? Ja, eine Tür mache ich noch auf. Sackgasse! Gar nichts passiert. Gibt es hier überhaupt noch Türen? Ja, diese. Das sind die letzten Türen auf diesem Floor. Die aufzumachen wäre saudämlich. Ja, bis da irgendwas rumkommt, das dauert eine Weile. Ja, dann nehme ich mal den Kristall und gehe. Alle da. Das lief ja geil. So richtig, richtig geil. Bin mir übrigens gar nicht sicher, ob man nach unten geht. Nein, man geht nicht nach unten. Ich bin... Es war quatsch, natürlich bin ich nicht mehr sicher, in welche Richtung man geht. Chef Nanor unlocked und ein Picture. Just unlocked a new picture in your album. Wow. Warum trägt er seinen... Der hatte doch gerade seinen Kopf unterm Arm. Okay. Nochmal zum Thema, in welche Richtung man geht. Man geht nach oben. Ah, das ist ein neues Biom. Nix. Da ist nichts drin gewesen. Na gut. Oh, und dieses Biom ist viel, viel schöner geworden als früher, habe ich das Gefühl, mit diesen ganzen Dingern. Okay, Sackgasse. Und nichts, was ich bebauen könnte. Das ist ein bisschen schade. Das hätte ich mir schon anders gewünscht. Aber, man kann nicht alles haben. Okay, noch eine Sackgasse. Ja. Was willst du denn haben? Food. Oh Gott. Ein Saber. Oh. Ja, dafür gebe ich auch 72 Food her, ganz ehrlich. Wer hat jetzt diesen Säbel bekommen? Hallo? Nein. Nein! Genau. Gut, dann wissen wir schon mal, dass ich von hier unten sicher bin und nur noch zwei andere Richtungen habe. Ah, Mist. Wollte den mal zwei Bonus haben und war dann zu langsam. Mäh. Batshit insane, oder nicht? A Mage and Spellcaster. Ah! Okay. Ich weiß ja nicht jetzt. Das kann
kann gut sein, dass sie ein Spellcaster ist, aber das finde ich ein bisschen freaky. Daher nein, danke. Nein! Also danke, aber nein, danke. Jetzt wird langsam ein bisschen dämlich, was ich hier mache. Ist die ein Ardent Mage? Oh mein Gott, hat die große wippende Basongas. Das finde ich ein bisschen komisch. Okay. Ja. Sehr gut. Dann bleiben die da und passen auf und ich gehe da unten weiter. Bis ich diese beiden Räume powern kann. Ja, geil, lila Gas. Prison Uniform. Das ist ziemlich gut. Elise kann ja gar keine tragen. Der ist nicht self-powered, nehme ich an. Nein, ist er nicht. Ja, das heißt, dieses Explorieren wird jetzt ein bisschen schwierig. Nee, nee. Dann nehme ich lieber Outboard mit Sarah mit. Ich meine, das sind ja nur noch 10 Dust, bis ich da oben den Zweig wieder frei habe. Sag mal, heilt Obbot mich? Ha, nee. Warum heilt Sarah dann? Dann verstehe ich das nicht, aber okay. Oh Gott, ja. Okay, das war strange. Irgendwie sind hier merkwürdige Dinge passiert. Ich weiß selber ehrlich gesagt auch gar nicht was. Aber ist okay. Ich finde, das ist kein Spiel, wo es wirklich drauf ankommt, zu wissen, was hier gerade genau abgeht. Hoffe ich. Nee. Will ich doch alles gar nicht. Vielleicht nehme ich jetzt das Firebot. Jedenfalls kann ich den da hinstellen und
beiden hier hin. Sarah auch dahin. Das war eine Menge Dust. Oh. Jedenfalls bin ich von da hinten jetzt auch sicher. Damage, I need pliers and a hammer. Okay. Was mache ich jetzt damit? Bleib stehen, mein Freund. Finger weg. Die können vorrücken. Der Raum ist zwar dunkel, aber das ist mir egal. Oh. Dass es hier nur zwei Zoomstufen gibt, macht mich fertig. Ich möchte nur ein bisschen rauszoomen. Was tust du? Not noticed by monsters. Ja, das ist tatsächlich nicht gut. Nee, schon okay, danke. Oh. Vielleicht kriege ich mal wieder einen Floor voll erkundet. Tactical Hut, na endlich! Das macht meine Heroes auf dem ganzen Floor ein bisschen stärker. Mal gucken, was da drin ist. Mehr Dust. Oh nein! War das eine Rebschlange? Ich glaube, das war eine Rebschlange. Na komm schon, so viele Türen können hier gar nicht mehr sein. Und oh Gott, habe ich viel von diesem Floor erleuchtet. Das ist unglaublich. So viel Power. Na, na? Science! Mein Gott, läuft das gut. Ja, dann habe ich auch Forschung durch und kann noch eine Forschung anstarten. Ah, ein Shop. Oh, Prisoner Pod. Ja, bitte. So. Dann machen wir doch mal diese Tür auf. Ist wahrscheinlich die letzte. Yep. Was? Oh. Zeug gefunden. Keine Monster. Das heißt, ich muss jetzt einfach nur von hier bis nach da oben. Was aber gar kein Problem ist. Das hier gerade geblinkt. Geblonken quasi. Ich glaube, es hat da geblonken.
und exit. 196, das meine Fresse. So. Go to next floor. Mal gucken, was für ein Biom der hat. Ja, ja. Toll, ich kann nicht nach unten gehen. Ich gehe immer nach unten. Ich würde so gerne ein bisschen Dust übrig behalten, wenn ich den Floor wechsle. Oh, self-powered. Sehr gut. Der auch? Der auch. Oh, und fast 500 Dings noch übrig. Industry. Dafür muss eine alte Oma ganz schön lange stricken. Oh, nicht explodieren. Nein, mehr Dust. Und eine Sackgasse. Gut. Oh, das läuft. Läuft auch ganz friedlich. So. Meine Fresse. Das läuft ja locker. Ist Too Easy vielleicht mittlerweile wirklich einfach geworden? Oh, hier ist auch nichts mehr. Und ab jetzt sollte ich ein bisschen in Dings investieren, in Food, aber... Ebenfalls eine Sackgasse. Na. Toll. Mach keinen Schaden mehr. Ah, den Typen aufhalten, den Typen. Der hat ja keinen Raum ausgeschaltet, oder? Nein. Wie lange hält das blöde Ding zu lange? Habe ich das plötzlich auf beiden gebaut? Das war mal ein Versehen. Na gut. Ha. Okay. Rakia, die kenne ich auch noch gar nicht. Es gibt einige neue Helden. Die ist Level 4, das heißt, dafür können... Wenn ich jetzt wüsste, womit die kämpft... Könnte ich den hier zum Beispiel einfach mal abgeben, weil ich den nicht so großartig finde. Hm. Yes. Dafür habe ich jetzt die Raucherin dabei. Eine Machine Gun.
Ja, habe ich jetzt nicht, aber kommt, kommt. Ich glaube, Opbot hat sich auch langsam ein Level abverdient. Genauso wie diese beiden. Ja, und dann kann die sich hier mit Opbot hinstellen. Wo ist ein anderer Typ hin? Ist der verschwunden? Wurde der gefressen? Das wäre cool. Ah, diese Ficker. Nein. Die, die, die. So ein Mist. Oh, wann ist denn das vorbei? Das dauert noch viel zu lange. Wo wir bei zu lange sind, ich nehme schon viel zu lange auf. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffe, es hat euch gefallen. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!